Recht herzlichen guten Morgen aus Waldkappel, dem vierten Lauf zur deutschen Enduro-Meisterschaft. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum ersten Testlaufen. Das ist hier. Anscheinend recht viel Feld. Ich gehe jetzt mal an den Start und werde mal rumlaufen. Mal gucken, wie das so aussieht hier. Ich war hier noch nie. Bin gespannt, was man hier so alles erleben kann. Bis später. Ich bin jetzt mit der Prüfung fertig mit Laufen. Ziemlich viel Feld, ist relativ schnell. Ich fahre jetzt wieder zurück zum Fahrerlager und treffe mich mit den anderen und dann fahren wir nochmal zur dritten Prüfung. Bis später. Der Eindruck? Gar nicht mal so schlecht. Gefällt dir der Test? Ja. Guck mal, die Griesen alle hin. Griese. Geht es voll los am Wochenende? Ich denke schon. Wenn es nicht mehr Gas hat oder regnet, dürfte es gar nicht so schlecht werden. Will ackern, aber. Wie war die letzte Stunde? Ja, die war schon sehr amüsant, ja, sinnlos. Nee, wir haben schon gut Prüfung geschaut. Kenny ist die ganze Zeit als Krombacher rumgelaufen. Als Krombacher Pilz, Verbreitungs-Litfaßsäule. Model. Sado sieht aus wie Sau. Der lacht heute schon mal. Hat schon mal Bodenprobe genommen. Was Ziel fürs Wochenende? Mal rumrollen, mal schauen. Zeiten schaffen, ganz wichtig. Leise! Was geht da hinten? Nichts, hä? Feuchter Schlüpper. Oh, Geist, Geist! Aber wir holen Toten raus. Du kannst schon einmal auf den Sitz setzen. Achso, ihr seid dazu. Sind alle drin? Sind alle drin. Grüße, Kamera, man. Hast du was erlebt? Ja, guck mal, da siehst du dich sogar drin. Schon schön hier. Oh. Ja. Ja, ich sag mal so, mit meinen Schuhen war es so beklappt. Das war auf jeden Fall lustig. Ich denke, noch eine Prüfung und dann sind wir durch. Und wir haben jetzt erstmal was zu essen verdient. Durch. So, hallihallo. Ich bin jetzt fertig. Hab mein Motorrad abgegeben. Hab die Prüfung 3 jetzt nochmal gelaufen. Und fahre jetzt wieder zurück zum Fahrerlager. Und ja. Wir haben mich da jetzt nochmal gucken, was so passiert. Ja, geht morgen die Action los. Da werden wir mal sehen, was so wird. Es ist ziemlich viel Acker. Oh, LKW-Fahrer. Ziemlich viel Acker. Kleines bisschen Wald. Und ja, mal sehen. Geht, denke ich, ganz gut. Jetzt ist es nochmal abgetrocknet. Jetzt ist nochmal die Sonne draußen. Hier, ihr seht's. Und ja, ich denke, das wird recht griffig und nicht eher so schlammig. Also es ist die Felder sind ganz gut, die Wiese ist noch ein bisschen nass unten drin. Aber ich denke, das wird morgen, kann schon ziemlich trocken werden. Der Paul kommt morgen. Mal gucken, was der so filmt. Da kommt mit einem Grenznick, der wird wahrscheinlich auch noch ein paar Fotos und Bewegtbildaufnahmen liefern. Ich sage erstmal Tschüss und bis morgen. So, jetzt nochmal eine ordentliche Begrüßung. Wir sind hier am Renntag. An der ersten Sonderprüfung. Der Arbeit ist mit in der ersten Startreihe gefahren. Das wird euch ja bestimmt schon erzählt haben. Oder auch nicht. Genau. Hier erste Sonderprüfung ist hübsche Motocross-Strecke. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall ein geiler Wiesentest mit schönen Tables und so. Das fetzt. Und genau, da gucken wir uns mal, ob ich einen Arbeitsfeuer erwische. Genau.
Mit der ersten. Ja, der Arbeit, der hat irgendwie ein bisschen sein Kennzeichen oder sein Heck eingekürzt. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera ist, aber wo er über den Däbel springt, kommt mir auf jeden Fall irgendein Plastikteil von ihm entgegengeflogen. So, wir sind jetzt hier wieder im Fahrerlager. Und wir müssen jetzt mal Rücklicht von Arbeit suchen. So, haben wir jetzt hier. Das ist das alte Kennzeichen. Haben jetzt ein bisschen mal ein neues noch zusammengespackst. Ich denke mal, das jetzt. Ganz gut halten, wenn er es nicht wieder klar fährt. Naja, warten jetzt im Fahrerlager, ob es zur Arbeit kommt. Mal sehen, wann er kommt. Und dann hat er auch schon die erste Runde geschafft. Genau. Nee, der Arbeit hat es wieder mal geschafft, sein Schutzfisch wegzubrechen. Ja, mal sehen, was ich gleich mal brauche, was er denn gemacht hat. Ich hoffe, es hat nicht ganz so viel Zeit gekostet. Ja, ansonsten war er noch der ersten Runde in seiner Klasse und im Championat Erster. Wie ist das mein Thema? Was? Ja.
Sonderprüfung 30 geschafft. Keine Ahnung, wie es lief. Zumindest hat es sich mal nicht abgebrochen. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Ja, wahrscheinlich ist er mal nicht hingefallen. Ich denke, da werden die Zeiten ganz gut sein. Es sind noch 2 Sonderprüfungen. Ich denke, wir sehen uns nach der 3. Sonderprüfung wieder. Und dann wissen wir, was er geworden ist. Also, bis dahin. So, weiter geht es mit der Klasse E3. Hier sind wir bei über 255 Kubik. Weiterhin der Meisterschaftsführende, die Startnummer 429, Arvid Meyer. Fritz Hunger. Wackeln nicht. Willst du dich auch so hier hin haben? Nee, ich leg das hier auf. So, auf Platz 2 begrüßen wir auf dem Podium die Startnummer 429, Arvid Meyer. So, und Sieger des DBSB Enduro Cup Championat B des heutigen Tages vom Team Sturm Zschopau, die Startnummer 547, Niklas Leon Kallmeier. So, ebenfalls begrüßen wir einen Team- oder Bewerbervertreter vom Team Sturm Zschopau. Wir sehen uns spätestens nächste Woche, glaube ich, beim Rennen in Rena. Ansonsten hier natürlich hoffentlich in 2 Jahren wieder. Oh. Komm gut nach Hause. Was soll ich erzählen? Ja, was habe ich eigentlich zuletzt erzählt? Ich glaube, mein letzter Zwischenstand war ja letzte Prüfung, wo ich noch erzählt habe. Oh, ey, der Arvid. Ich glaube, da hatte ich das mal in der Prüfung nicht weggebrochen. Dann habe ich wahrscheinlich das mit den Speichen noch gefüllt. Dann habe ich auch nicht mehr gesagt, weil da war ein bisschen Stress. Ja, also man kann zusammenfassen, ich habe heute genug kaputt gemacht, reichlich. Das wird wahrscheinlich alles relativ gut dokumentiert sein. Hat aber tatsächlich immer noch gereicht für den ersten Platz in meiner Klasse, obwohl ich ja, gute knapp drei Prüfungen mit kaputtem Vorderrad gefahren bin. Und 6 Sekunden haben zum ersten Platz im Championat noch gefehlt, also bin ich Zweiter geworden. Ja, war ein ganz knappes Ding. Hab mich leider in der letzten Prüfung nochmal hingehauen, sonst wäre es vielleicht was geworden. Und du hast nochmal 4 Sekunden rausgefahren mit dem kaputten Rad auf der 2. Gucken wir mal, nächste Woche ist Rena. Auf alle Fälle wird das wahrscheinlich das nächste werden. Ich will auf alle Fälle nochmal Danke sagen ans Team vom Enduro Fleischer. Die haben einwandfreie Arbeit geleistet. Die haben mir alle Ersatzteile gebraucht, die ich gebraucht hatte. Danke an Gary. War eine schöne Veranstaltung. War mal sowas, was ich eigentlich nicht so oft vor, war halt alles eigentlich Feld, also ihr habt es ja gesehen. Schöne Etappe, schöne Prüfungen, ordentliches Gelände gewesen, auch schöne Berge mit zwischendrin auf der Etappe. Das hat auf alle Fälle gefetzt. Ich denke, ich habe es maximal rausgeholt, was ging. Also na, liken, teilen, abonnieren müssen wir ja noch sagen. Ja, ganz wichtig. Ja, haben wir's. Was müssen wir noch sagen? Fertig. 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 Ja, das. Okay. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.